Hier ist Uwe. Uwe ist 36. Guten Morgen, Uwe. Ja, hallo. Ja, jetzt werde ich dich auch gleich mal fragen. Bist du noch eine Jungfrau? Ja, ich bin noch Jungfrau, ja. Du bist noch Jungfrau und du bist 36. 36. Da ist es schon ein bisschen härter als mit 23. Das stimmt, das stimmt. Ja, und wenn so eine wie Julia mich ansprechen würde, ich würde im Boden versinken. Warum? Ja, das wäre für mich ein Albtraum. Warum? Wie soll ich sagen? 36 Jahre schon, ne? Jetzt ist es. Ja. Anfang habe ich es mit Sport versucht, um darüber wegzukommen, dass ich niemals eine Frau haben werde. Aber sag mal gerade, warum das ein Albtraum wäre, wenn jemand wie Julia dich ansprechen würde? Ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass mich eine Frau anspricht. Ach so, einfach weil... Ist noch nie passiert. Ich habe auch nie eine Freundin gehabt, Freunde auch so gut wie nie gehabt, darum... Also, eins nach dem anderen. 36 Jahre alt, noch nie eine Freundin gehabt. Nein. Du bist heterosexuell. Ich hab mal psychologisch ausgetestet, ob ich auch andersrum wäre, aber nein, das ging auch nicht. Nein, es ist auch nichts, das weiß ich. Also in der Fantasie tornt dich das gar nicht an mit einem Typ. Sagen wir so, wenn ich mich selbst befriedige, ja, dann kommt alles vor. Dann kommt alles vor. Wirklich alles. Und dann kommt Gewaltfantasie alles vor. Ja. Aber das dann auch nur da, weil es verboten ist. Und was verboten ist, ist irgendwo auch wieder geil und dann kommt man auch. Also aber die Tendenz ist klar zur Frau hin. Zur Frau hin, ja. Nie verliebt gewesen. Nein. Nie eine Freundin gehabt. Noch nie eine Freundin gehabt. Nie Sex gehabt? Noch nie Sex gehabt. Nie Sex gehabt. Noch nie. Mhm. Tja, es ist am Anfang im Kindergarten nichts gewesen und in der Schule auch nichts und... Wie erklärst du dir das? Vielleicht nie Muttermilch gekriegt, ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Julia auch gefragt, von wegen Attraktivität. Skala von 0 bis 10. 0 ist völlig, völlig hässlich, 10 ist Adonis. Wo würdest du dich einstufen? Das ist es ja, ich habe kein Selbstbewusstsein. Ich würde mich im unteren Drittel einstufen. Mhm. Das ist wohl das Problem. Ja gut, aber es gibt ja so viele Menschen, die nun gerade auch nicht ganz toll aussehen und dennoch super Sex haben. Ich bin 1,93 Meter groß, wiege 80 Kilogramm. Ne? Ja, ist doch schon mal gut. Hab früher auch Sport getrieben, viel Fahrrad gefahren und weiß ich alles. Ne? Aber du hast sehr starke sexuelle Fantasien. Sagen wir mal so, ich versuche mich abzufinden, niemals Sex zu haben mit einer Frau, also nur noch mit Selbstbefriedigung zu leben. Und wenn Sex, damit mit der Dame Marihuana, sonst klappt gar nichts. Hm. Ist so. Und ich glaube, ich muss mich damit abfinden oder ich werde wahnsinnig. Hast du denn im Laufe deiner aktiven Zeit jetzt auch mal oft Frauen angesprochen? Nein, nichts kann ich doch gar nicht. Das ist für mich unmöglich. Hm. Also es ist für dich ein Horror, von der Frau angesprochen zu werden und auf Frauen anzusprechen. Ja, das ist natürlich eine Sackgasse. Ja, natürlich, das ist eine psychologische Sackgasse, das weiß ich. Mhm. Und da gibt es auch keinen Ausweg für mich. Das ist für mich das Verderben, ich weiß. Aber Die danach hat man, natürlich. Man ist ein Mensch, man ist ein sexuelles Wesen, das ist es ja. Warst du denn schon mal in der Überlegung zu sagen, okay, wenn das alles nicht klappt, dann gehe ich zumindest mal zu einer Hure? Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja auch eine Frau. Wie soll ich das machen? Hingehen? Das geht nicht, nein. Hm. Ich kann da nicht, es ist für mich die Frau ist für mich ein anderes Wesen, es geht nicht. Hast du denn Angst? Schämst du dich? Ja, vielleicht habe ich Angst, schäme ich vielleicht auch und ich habe auch das Selbstbewusstsein nicht, das ist es ja. Sag mal, für was du, nehmen wir mal an, es ergäbe sich jetzt, dass du mit einer Frau in eine intime Situation kämst. Nur als Gedanken. Das kann ich mir gar nicht an, sowas gibt es nicht, sowas gibt es nur im Film. Ja, nur langsam, wir versuchen es trotzdem mal. Ich versuche es dir mal vorzustellen. Ja. Was für eine Angst wäre das, die du dann hast? Meine Seele zu verlieren, ich weiß es nicht, mich selbst zu verlieren. Hm. Mein Herz zu verlieren. Nur wenn du mit ihr schlafen würdest. Schlafen heißt Liebe. Wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, dann heißt nicht sofort, dass ich mit ihr schlafen will. Auch wenn ich eine Frau auf der Straße sehe und ich finde sie hübsch, dann denke ich auch, boah, mit der möchte ich gerne mal schlafen. Ja. Und das ist schon für mich ein Verderben. Das ist für mich Sünde. Und Sünde heißt Hölle. Und das heißt, Stopp. Warum ist das Sünde? Ja, es ist Sünde. Denn ich finde, wenn ich eine Frau sehe, dann würde ich nicht erst wünschen, mit ihr ins Bett zu gehen, sondern sie erstmal kennenzulernen als Mensch und so näher zu kommen und dass es erstmal menschlich zueinander passen würde. Ja. Auf der intellektuellen Weise, weißt du? Und Sex käme für mich dann erst als zweiter Stelle. Okay, aber du hast es auch nie versucht, auch auf diese ganz traditionelle und langsame Art eine Frau kennenzulernen. Einfach so, wie du es gerade beschrieben hast. Einfach mal kennenlernen, sich austauschen. Nur theoretisch in meinen Träumen, aber da kommt sowas auch nicht vor. Und darum. Wie lebst du? Ich habe eine Single-Wohnung, die habe ich zum Glück abbezahlt. Ja.
Wie eine Eigentumswohnung oder was? Eigentumswohnung, ja. Genau. Das heißt, du hast gut Kohle. Nein, ich bin auch gerade arbeitslos wie die arme Julia und ja. Auch gerade an der Suche. Und was hast du vorher vom Beruf gemacht? Ich war vorher im Bergbau und dann habe ich eine Umschulung gemacht und jetzt bin ich weiter auf Suche. Ja, hast du denn einen Freundeskreis? Nein, auch nicht. Auch nicht. Das heißt, du bist ein ziemlich einsamer Mann. Ich bin ein sehr ich bin auch schon Sternzeichen Krebs, also ich bin ein in sich eingeschlossener Mensch. Du hängst also viel alleine zu Hause rum. Richtig. Was machst du dann, wenn du zu Hause alleine bist? Die vielen Samstage, die Feiertage. Das ist vorm Fernseher sitzen, vielleicht mal ein bisschen Sport noch treiben. Ich habe ja früher viel Sport getrieben. Ja. Aber das hat die Leere in mir nicht ausgefüllt. Mhm. Nee, dann habe ich mich in Drogen geflüchtet. Mhm, habe ich gerade schon wahrgenommen mit der Marihuana. Genau. Ist das schlimm im Moment oder noch so? Nein, Drogen, das kommt nur hin und wieder mal vor. Wenn es ganz schlimm sein sollte, dann ist das wie eine Medizin. Dann kann ich damit flüchten in andere Welten. Dann kann ich mich in andere... Ist natürlich keine Lösung. Nein, ist keine Lösung, ist klar. Ist keine Lösung. Knallst du dich denn mit Pornografie zu? Nein, auch nicht. Sowas habe ich auch zu Hause nicht. Auch nicht? Nein. Wie? Eins habe ich. Ich habe ein verbotenes Video habe ich zu Hause. Das ist ein Zeichentrickfilm, auch Manga, so gesagt. Ja, ein Porno-Zeichentrickfilm. Ja, genau. Und das macht dich an? Sagen wir mal so, den Ton höre ich ja gar nicht, ich mache es dann auch stumm. Und da tut ein Typ eine Frau vergewaltigen. Und das ist natürlich, das ist auch Sünde, das würde ich auch nie machen wollen, aber das macht mich irgendwo geil, Aber ich würde das nie mit einer Frau machen. Frauen sind für mich Götter. Ja. Und das könnte ich nie machen, aber das ist das Einzigste, und das, natürlich gucke mir das Video nicht täglich an, das liegt monatelang. Wie oft befriedigst du dich selbst? Das kommt sehr selten vor, und wenn ich es mache, dann dauert das sehr, sehr lange. Dann kommt das über einen halben Tag, bis ich komme, also wirklich, ich genieße es dann auch richtig, dann kommt das immer wieder auf eine höhere Levelstufe. Und das sind immer so eher so auch so Gewaltfantasien, die du hast dabei? Ja, dann kommt vor, dass homosexuelle Männer mich vergewaltigen oder dass Frauen über mich herfallen. Mhm. Ich kann mir sowas auch nur in Extremfällen auch dann vorstellen. Nimmst du Hilfsmittel dazu oder die klassische Methode? Das ist die klassische Methode. Mhm. Oder wenn mit Drogen, ist klar, ne? Mhm. Aber sonst nein. Wobei, nochmal gesagt, mit den Drogen, das ist keine Lösung, ne? Das ist klar. Höchste Gefahr. Ich nehme das auch nur sporadisch, ein, zweimal im Jahr. Weißt du, Uwe, was mich so ein bisschen erschüttert daran ist, dass du das so erzählst, als hättest du dich da jetzt definitiv mit deinen erst 36 Jahren, sage ich jetzt mal, dass du dich damit abgefunden hast. Ja, ich muss mich damit abfinden, sonst werde ich wahnsinnig. Ja, warum versuchst du denn nicht, in irgendeine Richtung zu denken, dass du dieses sehr ritualisierte Verhalten, was du da hast, du bist ja eingemauert. Ich versuche es ja, mich herauszulösen. Ich lese Kant, durch Marihuana bin ich durch Kant gekommen. Ich hab Kritik der reinen Vernunft. Ja, das solltest du vielleicht lieber nicht lesen, weil dir das in dem Fall nun mit Sicherheit 100% Ja, Kant hat auch keine Frau gehabt. Ja, schlimm genug. Und das wird dich nicht weiterhelfen. Das macht dich noch mehr zum Einzelgänger. Also kannst alles lesen, aber bitte nicht Immanuel Kant im Moment. Gab es denn mal so in Richtung, dass du dir durch Psychiater oder Psychologe, Therapeut... Nein, könnte ich ja auch nicht. Ich könnte mich gar nicht so weit offenbaren. Ich könnte mal... Du erzählst es mir hier doch jetzt gerade alles. Ja, das ist das Schöne. Es ist ein Telefon dazwischen. Ja. Du bist als Stimme da. Ja, aber trotzdem. Nicht als reale Person, verstehst du? Ja, das ist mir völlig klar. Aber im Hinblick darauf, dass du vielleicht die Chance hättest, ein ganz neues Leben nochmal zu beginnen... Du bist doch ein zugänglicher Mann, auch intellektuell zugänglicher Mensch. Müsstest du doch eigentlich zu der Entscheidung fähig sein, zu sagen, ich gehe einen ganz unkonventionellen Weg. Ich gehe mal zu einem Psychotherapeut, zu einem Psychiater. Da müsste ich mich eröffnen. Ja. Das geht nicht. Da würde ich sterben. Aber das heißt, du arrangierst dich damit, dass du ohne Sex und ohne Liebe sterben wirst. Ich hoffe, dass ich bald krepiere. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal an Lungenkrebs oder so werde. Doch. Denn das finde ich, du hast gerade mehrfach den Begriff der Sünde gebraucht. Den will ich eigentlich gar nicht gebrauchen, weil der mir so vorbelastet ist. Aber ich gebrauche ihn jetzt mal. Wenn du sowas sagst, das finde ich schon. Sünde kommt von absondern, ich weiß. Das ist ja das Wort Sünde. Sünde heißt sich absondern von der Gesellschaft. Und das tue ich. Das ist es ja. Ja, aber sich zu wünschen, dass man bald an Lungenkrebs stirbt. Ja, ich weiß nicht, ob du meine Sendung oft siehst.
dann weißt du... Ich wollte was sagen, meine Schwester hat mich mit 30 Jahren aufgeklärt, dass meine Eltern nicht meine Eltern sind. Und das ist, solche sind immer härtere Rückschläge, die man immer mehr kriegt, weißt du, das ist dann... Ja, das glaube ich auch. Aber okay, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Mutter, ich liebe meinen Vater, das sind meine wahren Eltern. Aber ich verfluche die Frau, die mich auf die Welt gesetzt hat und mich dann nach zwei Tagen so. Irgendwo... So, damit wärst du mit einem guten Therapeuten mitten im Gespräch. Ja, das geht nicht. Geht nicht, geht nicht, gibt's nicht. Ja, ist aber so, das könnte ich nicht. Nein, du musst es natürlich wollen, es geht schon. Ja, aber das geht nicht. Ja, sagst du, ja klar, man kann niemanden dahin zerren, das ist ja, natürlich klar. Ja, klar, ne, das ist es ja. Und darum versuche ich mich abzufinden und ich hoffe, dass ich bald draufgehe irgendwann mal. Ja, und das macht mich richtig wütend, wenn ich das so höre. Ja, was soll ich machen? Nein, ich will dir nur sagen, worauf ich gerade hinaus wollte. Mhm. Ich spreche hier so oft mit schwerst kranken Menschen, die es als eine Gnade empfinden würden, körperlich so gesund sein zu können, wie du es bist. Und ja, du sagst, ich hoffe, dass ich bald krepiere. So schlecht geht es dir nicht, auch seelisch nicht, dass du dir das... Doch, das, meine Seele ist, glaube ich, irgendwo schon halb tot, darum... So, aber dann machst du es ja auch sehr bequem und sagst, na gut, dann ich tue ja gar nicht, ich lasse alles so über mich ergehen. Das ist auch eine schwache Leistung. Ja, ich weiß, es ist feige, aber... So. Ich bin ein feiger Mensch vielleicht, aber es ist... Tja. Ich erfriere. Innen drinne ist schon, mein Herz ist, glaube ich, schon Stein. Ich weiß es nicht, aber es ist so. Meine Seele ist schon zur über der Hälfte tot. Mein Körper, das ist das Verrückte. Mein Körper ist wohl noch soweit gesund, aber Seele ist tot. Somit ist es wahrscheinlich auch sinnlos, dir ein Gespräch mit meiner Psychologin anzubieten. Ja, das bringt dann auch nichts. Genau, das ist ja dann auch ein... Ich sag ja nur, die Leute, die eine Frau haben das ist und Liebe haben, für die ist das Sex Richtige. Und die beneide ich auch, die das haben. Ne? Liebe ist das Schönste wo auf der Welt, was es gibt, aber das bleibt mir wohl verwehrt. Ja, und ganz sinnschwanger sagst du das und mit etwas Selbstmitleid auch. Ja, ich habe ja gesagt, das ist das. Ich kann es nicht ändern, darum. Es ist. Ich werde mich irgendwann mal einen super großen Joint bauen und mal gucken, was dann passiert. Ich weiß es nicht. Ich glaube, du könntest das zumindest versuchen. Aber okay, da würden wir jetzt im Kreis reden und ich glaube, das bringt auch nichts. Nee. Ich muss das respektieren, was du sagst. Das ist dein Leben und wenn du das so für dich entscheidest, dann ist das halt so. Ja, das ist hart. Ich weiß, da gibt es keinen Ausweg mehr für mich. Ich weiß. Liebe Uwe, ich danke für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dennoch alles Gute. Alles klar, ne? Auf Wiederhören. Tschüsschen. Tschüss.